4 tragen Polizisten eine Frau zum Sterben. 3 Beamte der New Yorker Polizei retten eine 91-Jährige zunächst aus ihrer Wohnung, lassen sie aber offenbar im verrauchten Flur liegen. Am nächsten Tag stirbt sie an einer Rauchvergiftung. Es ist der 12. Januar, als im Flur eines New Yorker Wohnhauses ein Feuer ausbricht. Die Polizei ist zuerst vor Ort, beginnt die Anwohner zu evakuieren. Was ihnen offenbar nicht bewusst ist, das Haus ist feuerbeständig. Es ist so gebaut, dass ein Feuer dort eingeschlossen wird, wo es entsteht. Das heißt, in ihren Wohnungen wären die Anwohner in diesem Fall eigentlich sicher. Genau das versucht die Tochter von Ethel Davis den Beamten zu erklären, doch die wollen nicht hören und tragen die Rentnerin gegen ihren Willen aus dem Bett und in den Flur. Dort bricht jedoch einer der Polizisten plötzlich zusammen, muss von seinen Kollegen rausgetragen werden. Die 91-Jährige lassen die Polizisten offenbar im Flur liegen. Davis' Tochter bleibt bei ihr, doch als der Rauch zu stark wird, muss auch sie raus. Hilfe kommt für Ethel Davis zu spät, denn die Feuerwehr findet sie aufgrund des starken Rauchs nicht sofort. Die Rentnerin wird noch ins Krankenhaus gebracht, am nächsten Tag ist sie tot. Nun erhebt die Familie große Vorwürfe. Sie und ihre Mutter hätten gar keine Hilfe gebraucht, sagt die Tochter. Die Polizisten müssen sich jetzt vor Gericht verantworten.